Und es ist trocken im Qualifying. Wollte ich Training sagen. So, Gewichtsreduzierung. Ganz klar, die Sachen werden hier hochgepusht. Mittlerweile können wir überall hochpushen. So gut wie. Und hier haben wir dann. Nehmen wir die 93. Haben wir nur eine Sache? Ne, zwei Sachen, die kritisch sind. Okay. Fast 300 Punkte machen wir bloß. Das ist schon stark. Sehr weich mit optimalem Bereich. Und dann ist ihr Setup ein Tick schlechter geworden. Also bei ihr ist jetzt der Wagen schon zu weich. Dann nimmt sie das Setup. So als Kubina noch nie mit dem Setup rumgefahren, aber wir werden es probieren. Das, die Form ist auch super. Und bei ihm sogar noch besser. Okay, die Ultrasoft, das wird im Qualifying doch schon sehr, sehr hart, wenn man alles komplett nur auf mit neuen Reifen managen muss. Das ist nicht gerade viel, muss ich wirklich zugeben. Aber eigentlich brauchen wir wirklich sehr, sehr wenig Reifen gegenüber den anderen. Die werden eher Probleme haben damit. Würde ich jetzt so behaupten, ich weiß nicht genau. Ich wollte gerade sagen, kriegen die es echt hin, dass da die Bremsen überhitzt worden sind. Im ersten Sektor Jevil deutlich schneller als Kubina. Lebt auch im zweiten Sektor nicht gerade viel schneller. Aber jetzt im zweiten Sektor. Und diese ganze Sekunde Rückstand. Also der erste Sektor ist noch in Ordnung. Der zweite und der dritte Sektor ist überhaupt nicht unser Ding. Aber scheinbar schafft er es. Da kommen manche Fahrer nicht an die Zeit ran. Das wundert mich gerade ein bisschen. Das heißt, sie wird es nochmal probieren. Und er ist jetzt auf P12. Das sollte eigentlich reichen. Oh, und sie hat natürlich jetzt auch eine schlechte Form. Ist egal, wir werden es nochmal probieren mit ihr. Ansonsten startet sie einfach wieder außerhalb der Top 10. Oder der Top 15 sogar. Da gerade auch wieder Regen, aber nee. Ist komplett trocken. Ja, es wird eng. Wir kommen eigentlich gut über die Linie. Aber eigentlich mit die beste Strecke, die es gibt. Hoffen wir, dass sie sich verbessern kann. Guter erster Sektor, deutliche Versteigerung. Oh, jetzt wird es wie Jevil langsam knapp. Qualifying vorbei, er ist sicher durch. Sie bleibt auf. Oh, sie hat noch eine richtig schlechte Runde hingelegt. Mal wieder startet sie vom letzten Platz. Also im Qualifying muss man uns definitiv verbessern. Zwar haben wir sie mit einem Fahrer geschafft, ja, durchzuheizen, aber sondern nicht erfreut bin ich darüber nicht. Muss ich wirklich zugeben. Aber vielleicht kann da irgendwie das Wetter ein bisschen helfen, aber nee. Okay, Jevil darf direkt nochmal rausfahren. Okay, natürlich der Vorteil, wenn wir nicht ins Q3 kommen, dass wir immer noch die härtere Mischung fahren. Drei-Reifen-Mischung finde ich sogar noch besser meistens. Da kann man noch mehr taktisch agieren als ja, nur mit zwei. Wir könnten ja auch so machen wie damals, glaube ich, 2005, als es gar keinen Reifenwechsel gab. Das wäre ganz extrem, aber die Reifen haben ziemlich lang gehalten. Okay, schauen wir mal, wie er sich jetzt gegen Neto schlägt. Also der erste Sektor ist definitiv... Nee, ist er langsamer als Neto. Zweiter Sektor, eine halbe Sekunde. Wenn er jetzt nochmal zwei Zehntel abgenommen bekommt, es sind nur zum... Oh, gar nichts. Hat er gerade den letzten Sektor gewonnen? Auf jeden Fall eine saubere Runde, die er hingelegt hat. Dass er sehr wahrscheinlich raus ist, glaube ich schon. Aber was ist hier mit Firebird los? Perth und Oliveira sind sehr weit hinten. Ich weiß ja, dass der sehr viel kostet, der Oliveira, aber den hört schon vielleicht nächste Saison doch gerne in der Mannschaft. Oh. Ich bleib mal wirklich jetzt in der Boxengasse. Einfach zu riskieren, dass ja, wir Elfter sind.
Natürlich auch als Risiko, dass wir es halt vielleicht nicht schaffen. Also, dass wir doch weiter hinten stehen. Oliveira. Jawohl, wir sind Zwifter. Okay, jetzt nicht ganz da, wo ich wollte. Wehe. Jetzt sind wir so auf 14. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir wirklich eigentlich so auf Platz 13, 14, 13 eher. 12, 13 so umherwandern, damit wir unseren Sponsorziel erreichen. Aber scheinbar wollen die anderen Teams das nicht. Dafür müssen wir mit einer schlechteren Reifen starten. Aber okay. Dann überspringen wir schnell mal das Qualifying. Ich gehe von aus, dass Neto die Pole Position holt. Das ist doch... Wo kommt denn da Sulli auf einmal her? Der hat ja gerade eigentlich in anderen Zeiten gar nichts hingekriegt. Und jetzt fährt er auf einmal eine super Top-Zeit. Merkwürdig, aber okay. Damit holt sich der Sulli die 2 Punkte. Und das Rennen startet im Trockenen. Es bleibt auch trocken, das heißt, alle vor uns starten mit den härteren Reifen. Die sehr weichen Reifen, die haben wir Gott sei Dank getestet. Die werden wir natürlich auch direkt anwenden gegenüber den anderen. Ist eine Zweispur-Strategie. Weil das schafft man definitiv nicht, so lang zu fahren. Hier sind es 14 Runden. Also wenn wir bei ihr Reifen schonen, dann könnte das vielleicht bei ihr für einen Stopp reichen. Das müssten wir vielleicht mal probieren. Ansonsten, ja, sieht es hier doch wieder relativ schlecht aus. Er darf mal am Anfang pushen. Sie fährt langsam, ganz normal neutral. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt in diesem Rennen. Jevil jetzt auf Platz 10 nach vorne. Doch, guter Start. Attackiert jetzt den 9. sogar. Und vorbei. Okay, wir haben natürlich jetzt unser Bockziel, ist jetzt nicht mehr das Beste. Aber er kann sich da definitiv behaupten gegen die Ultrasoft-Fahrer. Ich will natürlich auch den Motor nicht zu früh runterstellen. Ey. Ja, sie dümpelt weiter. Also sie könnte, wir versuchen es bei ihr zumindest mal, dass sie wirklich 14 Runden fährt mit den Reifen. Es wird eng. Ich weiß auch nicht, ob es machbar ist. Wir fahren mal ein bisschen konservativer bei ihr. Also ein Tick langsamer, dafür mehr reicht schon. Oh, ja, wenn man schon von Platz 10 startet, sollte man auch sich vergewissern, dass es auch wirklich funktioniert. So, wir stellen den Müllist bald auf meinen roten Motor unterstellen. Leute, was macht... Ich will jetzt mal genau so fahren wie die Gegner. So lange Gas geben wie die... Das merkt man direkt schon am Auto. Kann das sein, dass die deswegen so oft ausfliegen? Also den Motor einfach immer zu überhitzt fahren? Platz 9. Die ersten müssten bald in die Box. Bei ihm müssten wir jetzt schon deutlich Reifen schonen, damit er es vielleicht packt. Jetzt stellen die anderen runter. Das ist mal sehr entspannt. Und sie hat 62%. Deutlich weniger Abrieb als bei ihm. Aber es ist ja nur ein Test. Also, die werden alle nochmal reinkommen. Oh, da hat jemand aber ganz stark die Reifen kaputt gefahren. Wenn er 10 Runden fahren kann, dann müssen wir schauen, wie das allgemein so aussieht. Es wird 8 Runden und knapp 45%, also 14 Runden sollten drin sein, wenn man die ganze Zeit Reifen schont. Regnen sollte es auch nicht, das ist sehr gut. Das Rennen ist bisher Turnley, wow. Also von Platz 11 gestartet im neuen Ultrasoft. Du fährst die eine nächste Runde noch. Obwohl, wenn wir jetzt auf Supersoft gehen, sollte die eigentlich packen. Wir tanken jetzt nicht. Nämlich erst den nächsten Boxenstopp.
Sehr guter Boxenstopp. Wir kamen wieder näher ran und kommen auf Platz 14 raus. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns wirklich jetzt nicht komplett leer fahren. Sie wird auch schon überholt von manchen Fahrern, die einen Boxenstopp haben. Und da hat natürlich auch keine Form dadurch. Eieiei. Es ist bei ihr ein Versuch, weil was will man von Platz 20 aus erreichen? Da kann man es wirklich nur riskieren mit einem Einstopp-Strategie-Rennen. Die kämpft gerade wirklich hier um diese Position, weil alle, die jetzt wirklich jetzt auch in die Box kommen, müssen auch mal in die Box. Aber das wird bei ihr auch schon saumäßig eng. Also sie fährt auf jeden Fall in die Negativpunkte rein. Der Fahrer Wirkers versucht es aber auch. Die Einstopp-Strategie. Ja, du darfst die nächste Runde Reifen holen. Zurzeit sind es so 15 Runden und nicht 14 Runden. Die nächste Runde darfst du in die Box kommen. Siehst du die Supersoft auf. Tankst deine Rundenanzahl. Sollte dementsprechend eigentlich fast so funktionieren. Ansonsten müssen wir ein bisschen Sprit sparen. Was mir eigentlich auch nicht gefällt. Also ich spare nicht gern so viel Sprit. Bei ihm müssen wir gucken, wie weit er dann mit dem Ultrasoft-Reifen kommt. Und jetzt ist Jevil direkt dahinter. Aber das sollte ich eigentlich jetzt schnell gelöst haben, weil sie in die Box fährt. Guter Stopp. Ja, dafür muss man sagen, dass unsere Mannschaft mittlerweile nicht mehr so gut ist. Ist in Ordnung. Wir kommen auf Platz 19 raus bei ihr. Und sie fährt jetzt durch. Wir versuchen es. Wenn natürlich ein 60er kommt, werden wir nochmal in die Box gehen, aber... Das wären dann alle. Platz 8 ist er. Da werden jetzt Pilot in die Box kommen drauf. Ist die Frage, mit welchen Reifen die rausfahren. Ne? Wenn die mit Ultrasoft rausfahren, werden die nochmal kommen. Reparaturstopp bei Neto. Gefällt mir. Und sie kommt auf Platz 18. Also sie hat Abdulani geholt. Die haben alle Supersoft auf, das heißt, die werden wohl oder übel alle durchfahren. 18 Runden. Ende der Runde kommt er rein und zieht sich nochmal die Supersoft auf. Und muss diesmal auch ein bisschen tanken. Bei ihr steht, glaube ich, jetzt nicht, dass der Sprit knapp wird. Das ist genau richtig, der Sprit. Jetzt Rufus mit dem Reparaturstopp. Also Platz 13 sollte drin sein. Sie ist ja schon 15. Die meisten kommen jetzt in die Box. Ja, passt ja genau. Und, na, Fehler beim Tanken. Dadurch ist sie jetzt 11. Er 14. Nicht weit weg. Ups, das war der falsche. Da wollte ich ganz draufklicken. Okay, Platz 13 ist eigentlich gerade ein bisschen sicher. Der ist ja von uns ein bisschen umzingelt. Das ist Kombina 13. Er muss sich vorbeikämpfen. Ich werde ihn nicht nochmal vorbeischicken, ansonsten hat er Probleme. Es müssen aber noch Leute in die Box. Okay, wenn er wirklich da richtig festhängen würde, dann würde ich ihn wirklich vorbeischicken. Der hängt da so ein bisschen hinter fest, ne? Na, lass ihn mal vorbei. Jetzt gib Gas. Na, wäre echt guter Kampf. Ich wurde ja vorbeigelassen. War ein guter Kampf aber. So, jetzt müsste er es eigentlich... ja, sicher durchschaffen, würde ich jetzt sagen. Auf Platz 9 zumindest mal ins Ziel zu kommen. Jetzt darf sie mal normal neutral fahren. Der Sprit dürfte eigentlich genau reichen, oder? Kann das sein, dass wir doch zu wenig Sprit haben? Weil da steht noch, wir haben 6 Runden zu fahren, wir haben auch noch 5 Liter Sprit im Tank. Das einzige Team, das einen Stopp mehr macht? Scheinbar. Es wird eng mit dem Sprit. Wirklich richtig eng. Auch die Reifen werden saumäßig knapp. Also
bei ihr zumindest. Noch 4 Runden. Sie hat es fast geschafft mit dem Sprit. Sollte eigentlich bei ihr funktionieren. Eigentlich, ne? Also nicht, dass sie am Schluss wirklich ausrollen. Ja, hier sind aber auch nicht alle wirklich sicher durch. Okay, wenn sie ja wirklich am Schluss 19. wird, dann liegt es an der Taktik. Ich glaube auch nicht, dass sie so weit nach vorne gekommen wäre, wenn sie normal fährt. Ein bisschen Sprit müssen beide kurz sparen. Dass wir wirklich dann in diesem Superbereich sind, dass es passt. Da kommt man schon in die Box, sehr schön. Du holst mal alles aus dem Reifen raus. Sie kann halt nicht mehr viel aus dem Reifen rausholen. Boah, das wird bei ihm sehr, sehr eng. Ich habe doch einen Liter zu wenig getankt. Also ihr geht genau dann an der Chassislinie der Sprit aus. Oh, bitte reiche Sprit, bitte reiche. Und wenn würden wir, glaube ich, 9. Wenn wir nicht allzu sehr den Sprit vor uns ausgeht. Er geht uns aus und wir werden 9. Sie wird 15. Ah, liegt daran, dass wir hier wirklich eigentlich keinen richtigen Vorteil haben gegen Bocken schon. Normal ist es ja so, dass die unter den Top 10 fahren, die haben wirklich meistens immer einen Stopp mehr machen als wir. Wir waren diesmal wirklich nicht der Fall. Diesmal sind ja eigentlich alle 2 Stopp gefahren, weil Gebina war es jetzt der Versuch, einen Stopp zu fahren. Hat funktioniert, aber zumindest hat so 5 Plätze gut gemacht. Immerhin. Also mehr als ich erwartet hätte eigentlich. Okay, 2 Stopp-Strategie wäre dann wieder die Frage, wo wäre sie dann gelandet? Wäre vielleicht 1 Plätze weiter vorn gelandet. Das hätte natürlich auch sein können. Aber bei ihm hätten wir natürlich auch ein bisschen früher Sprit sparen können. Dann hätte er vielleicht den 8. Platz geholt. Nee, ne? Der kriegt eine Zurückversetzung und genau zwischen uns. Och, Manno. Und wir fallen auf... er fällt auf Platz 5, sie bleibt auf Platz 10. Und als Team fallen wir auf Platz 4 zurück. Ja, trotzdem haben wir noch über 100 Punkte Vorsprung. Und von daher... sollte es eigentlich passieren. Jetzt kommt der Rundkurs. Das ist, muss ich aufpassen, vielleicht packe ich das alles wirklich in eine Folge. Das ist saumäßig schnell, bis wie das ist. Dass die fahren wirklich nur, ja, halt Indica. Indica finde ich allgemein, ja. Es gibt da viele schöne Videomanöver, ja, aber an sich einfach nur wirklich nur im Kreis fahren, das finde ich, okay, nicht, die fahren ja nicht nur im Kreis, aber wenn die ja im Kreis fahren, ist das Rennen doch ziemlich langweilig. Ist meine persönliche Meinung. 2 Millionen minus. Ich meine, 1 Million weniger als wir vor der Folge hatten. Vor dem Rennen. Wochenende. Naja. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Phoenix dabei seid, wenn wir ja im Kreis fahren. Also bis dahin. Ciao.